Hallo, guten Morgen. Zwei wunderschöne Sonnentage haben begonnen. Den ersten Tag, den werde ich jetzt hier direkt mal mit Joe loslegen, dass wir so einen Lehrpfad durchs Moor gehen. Und ja, ich zeige euch gleich, wie das auch am Automaten funktioniert, weil da eine kleine Spende erbeten wird. Und dann geht's los. Kommt mit. So, dann will ich jetzt mal einen Moorlehrpfad entlang gehen. Und da wird gebeten, dass man hier als Erwachsene 2 Franken bezahlt. Jetzt gucken wir mal, ob da auch ein Ticket kommt. Ne? Doch, da ist ein Ticket. Ja, hier gleich am Anfang von dem Pfad steht so eine kleine Hütte, in der man einen Unterschlupf findet. Und es gibt die Möglichkeit, dass man hier Mitglied im Verein wird, um diesen Moorpfad zu unterstützen. Aber wir gucken jetzt einfach mal in die Hütte rein. Da steht sogar ein Ofen drin. Und Holz steht bereit. Auch der Moorhund nicht fehlen. Komm. Ach nee, das ist doch Moorhuhn. Gefallen euch diese Installationen hier im Wald mit den Glasscheiben, mit den bunten? Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mir nämlich nicht ganz schlüssig. Und überall steht hier Heide. Das muss ja total schön aussehen, wenn die blüht. Aber im Moment sind noch nicht mal die Birken grün.
Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Da hinten im Berg sieht man sowas wie so eine Felsabbruchkante. Das ist der Creux de Vent. Da fahren wir morgen noch hin. Ja, ich habe jetzt schon eine ganze Menge hier über das Hochmoor gelesen. Was mich sehr überrascht, ist, wie lange hier wirklich Torf abgebaut worden ist. Und ich verstehe nicht alles, was da auf den Schildern steht, aber das sieht für mich so aus, als würde man das auch so pflegen, dass eine neue Torfbildung wieder möglich ist. Ich nehme an, nicht um die wieder abzubauen, aber alles wird wieder so angelegt durch die Vermehrung von Wollgras zum Beispiel und durch das Zurückhalten von Wasser aus den Entwässerungsgräben, sodass hier sich wieder diese Torfmoose unter dem Wollgras ansiedeln können und dadurch auch wieder Torfbildung möglich wird. Ich glaube, das wird aber noch ein paar hundert, wenn nicht sogar 1000 Jahre dauern. Ach ja, und wenn ich gerade Blödsinn geredet haben sollte, irgendjemand von euch weiß sicherlich genauer Bescheid und dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Man mal einen Blick auf Le Pont de Martel mit seiner etwas ungewöhnlichen Architektur. Ganz wenige Einfamilienhäuser, viele sehr große Häuser. Keine Ahnung, ob das Mietshäuser oder Eigentumswohnungen sind und für wen die gedacht waren. Vielleicht in den 70er Jahren für die Torfstecher, wer weiß. Ja, und unten davor sieht man die Sporthalle und den Platz, wo unsere Wohnmobile stehen. Und jetzt sind wir wieder zurück und da will ich doch mal gucken, was der Volker macht. Der Volker hat sich nach draußen gesetzt und guckt Kühe. Wir haben unser schönes Plätzchen verlassen und fahren jetzt zu dem Fels, zu dieser tollen Felsformation Creux de Vent. Mal gucken, ob wir da einen Platz kriegen, wo wir da parken können oder auch übernachten können. Ich bin total gespannt und freue mich schon auf die Wanderung, die ich heute hoffentlich mit Joe noch mache. Dieser Creux de Vent, der übertrifft ganz klar meine Erwartungen. Und guck mal, da liegt Schnee. Da scheint kaum Sonne hinzukommen. Und da ganz hinten in der Ferne sieht man auch Seen. Thank you.
Ich hoffe, dieses großartige Naturschauspiel kann ich euch zeigen. So, ich glaube, von hier aus sieht man es noch besser. Ist das nicht unfassbar schön? Das Gipfelkreuz. Der wunderschönen Wanderung, bei der Joe ganz doll gelaufen ist, was ihr nicht gesehen habt, gibt es jetzt für den Joe was zu essen. Und für uns auch. Das gibt es bei uns heute, Ofenhähnchen. Das ist Hähnchen mit Kartoffeln, Zucchini, Staudensellerie und Cocktailtomaten. Salz, Pfeffer, Rosmarin und Öl. Und natürlich habt ihr gesehen, dass heute den ganzen Tag die Sonne geschienen hat. Aber ich zeige es euch nochmal. So sieht man es nochmal besonders. Eine richtig rote Nase habe ich gekriegt. Also, ich weiß nicht. Also, das sind doch alles nur Vorschläge. Außerdem will noch genug sein. Thank you.
gesehen habe, bin ich im Städtchen Murten, ein ganz zauberhaftes Städtchen, was leider uns im Regen begrüßt. Hier oben bin ich gerade auf der Ringmauer. Zeige ich euch, wie wir hier stehen in Murten. Das ist extra hier für längere Fahrzeuge, insbesondere für Wohnmobile. Kostet einen Franken pro Stunde zwischen 8 und 19 Uhr. Man darf maximal 15 Stunden stehen. Und so steht man direkt am See. So, hier in Murten gibt es eine Kuchenspezialität, Niedelkuchen. Und den habe ich eben oben in der Bäckerei besorgt. Das ist ein Rahmkuchen. Sieht ehrlich gesagt nach nichts aus. Jetzt bin ich gespannt, wie er schmeckt. So. Und ehrliche Meinung? Das ist ja nichts Besonderes. Es wurde beschrieben als was Besonderes mit 7,5 Hefeböden. Kann ich nicht erkennen. Steckt wie Boden mit irgendwas Süßem drauf.